Das ist Krokodil. Puh. Da ist hier vorne wohnen irgendwo Eingeborene. Ups. Echt viele Schildkröten hier. So viele Nester. Ich meine, das ist ja gut, aber... Ich muss halt auch irgendwo wohnen. Bist du tot oder lebst du? Oh, der lebt. Das sah so tot aus. Tja. Schon eher hier so. Ich esse noch mal was. An Eiern scheint es ja nicht zu mangeln. Vielleicht sollte ich mal ganz woanders wohnen und mal da vorne hingehen. Hm? Noch habe ich ja Zeit zu erkunden und so. Verdursten werde ich nicht, verhungern werde ich nicht. Ich gehe mal gucken. Vielleicht ist es da ja netter. Nicht so. Krokodil, oder? Vielleicht schaffen sie es ja und bringen sich gegenseitig um. Vielleicht auch nicht. Nee, lass mal. Du lass mal, Krokodil, ich geh. Noch eins, oh Mann. Dann bleibe ich gerade noch mal im Wasser. Ich habe ein Dafari-Lager ausgekundschaftet. Wieso sind die unter Wasser? Hallo? Nehme ich mit. Ich auch gleich ein bisschen rumfällen eigentlich mal. Das ging schnell. Ich höre was, aber kann auch Einbildung sein. Tja. Eigentlich ganz gut, aber das ist auch ganz schön weit weg. Ich glaube, hier hinten sind die Gegner schon schwerer. Uah. Wow. Direkt in den Krokodil reingerannt, das ist nicht gut. Wieso verschwimmt denn die Sicht so, wenn ich keine Ausdauer mehr habe? Das ist ja doof. Ich meine, ich weiß es. Gut, ich habe es gemerkt. Sieht aus, als würde ich gleich sterben oder so. Hier ist wieder ein Nest. Eine große Kröte. Ist denn hier nichts, was irgendwie ein bisschen friedlich ist? Aus der Haustür raus direkt in irgendwelche Tiere laufen. Was meint ihr denn mit Thumb-Maus-Button? Ich habe keinen, keinen Button an der, am Daumen. Sowas gibt's für Linkshänder nicht. Hm. Kann ich halt nicht blocken. Macht ja auch nichts. Ich kann tauchen.
Und was mache ich hier unten? Meinen Plan ersticken? Finde ich als halt schon wieder ganz schön praktisch, diese Tooltips. Immer noch ein ganzes Stück. Zwei Krokodile, drei Krokodile. Das ist vielleicht ein Witzelchen übertrieben haben. Ich sehe mich schon die komplette Strecke wieder zurückschwimmen, weil es hier einfach viel zu gefährlich ist. Aber zumindest folgen einem die Krokodile nicht über die ganze Map. Das ist gut. Oh, das wäre die Insel, die ich gemeint habe. Natürlich ganz schön bergig. Paddel, paddel. Ach, und da sind diese Dingens. Markieren die nicht irgendwie das Ende der Map? Aber kann eigentlich nicht sein, ne? Ich soll doch klettern. Kann ich hier klettern? Aha, ja. Spinnenäffchen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Runterfallen wäre, glaube ich, nicht so gut. Keinen Plan, aber hier sieht es eigentlich ganz nett aus. Eigenen Teich. Oder auch nicht. Oh, Rasis. Das ist eine Überbevölkerung mit Krokodilen. Echt. Das ist unglaublich. Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen weiter suchen. Das ist mir hier, denke ich, zu schwer. Das ist nicht mehr das Anfängergebiet. Das mag zum Erkunden gut und schön sein, aber kann ich, wie komme ich denn da wieder runter? Kann ich auch rückwärts klettern? Nein, kann ich nicht. Das ist auch so hell hier. Irgendwie strahlt hier alles. Oder wird es gerade dunkel? Ach, was weiß ich denn. Da scheint ein größeres Dorf zu sein. Oder seid ihr friedlich? Es gibt auch friedliche, habe ich gelesen. Okay, ich fange an zu rennen. Das klingt wie eine gute Idee. Danke für den Hinweis. Oh. Tja. Irgendwas, wo keine 10 Krokodile auf dem Fleck sind. Und die despawnen ja dann eh, wenn ich da baue, aber... Bis ich da mal irgendwas gebaut habe, bin ich tot.
Jo. Natürlich. Macht mich fertig. Ich darf nicht so viel unnötig rennen, sonst kann ich nicht mehr rennen, wenn ich es muss. Weil Ausdauer. Immer alle gleich so aufregen müssen. Ich will doch gar nichts. Irgendwas ist noch hinter mir, ich höre das. Schwimmen. Die lassen ja überhaupt nicht locker. War ein Krokodil. Schwimme ich mal einen kleinen Bogen. Noch ein Krokodil. Boah, Mann. Leute, ich muss doch irgendwo bauen. Ohne direkt gefressen zu werden. Ich müsste schon eigentlich töten können, oder? Okay, nicht ohne Schwert. Oh, Baby, wie süß, oder? Bist du ein Baby? Ja, bestimmt. Mehr als lästig. Da haben wir gerade ein Leck. Jetzt bin ich wieder da an der Passage, da oben im Dorf. Okay, ich habe mal kurz den Reiseschritt erledigt mit Ausweichen. Das werde ich eh nie benutzen, weil das... Links alt, hallo? Ach Gott, Lee. Ich mit dem mal anleg. Nee. Weil die schwimmen auch nicht. Da ist ein Krokodil. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn ich so viel schwimmen kann, ich wenigstens auch trinken. Jetzt bin ich fast wieder da, wo ich gestartet bin. Mein Magen knurrt, jo. Ich würde schon gern hier im Startgebiet starten, weil alles andere scheint mir doch schwer. Es ist alles so voll. Warum? Vorher war das nicht so voll. Die da nochmal was dran ändern? Ich meine, so finde ich das echt schwer.
Weil ich kann ja nicht mal was töten mit meinem Äxtchen oder mit meiner Spitzhacke. Ich brauche ja erstmal eine Werkbank. Aber zumindest reden die jetzt auch mal. Ein Schnitt. Also sie reden nicht, sie schimpfen, aber hey, sie sagen was. Sie können nicht schwimmen. Oh, ich esse mal wieder was. Lea. Nicht hier. Eine geweihte Waffe, also rechts bei dem Reisetagebuch eine geweihte Waffe beschafft. Was ist denn eine geweihte Waffe? Ich hab keine Ahnung. Wo beschaffe ich die? Ich weiß es nicht. Da ist auch ein Eingeborenenlager. Aber zumindest sehe ich keine Krokodile. Vielleicht hier? Oder doch auf der Insel, aber die ist relativ klein. Hier könnte ich mich wenigstens ausbreiten. Bisschen. Lager. Oh, ich weiß es nicht. Das ist doch eine Raupe. Kann man auch essen. Sind aber bestimmt nicht lecker, habe ich noch nicht gemacht. Soll ich hier vielleicht bauen? Was war da drüben? Ich gehe mal gerade gucken. Bisschen schmal hier. Ich kann natürlich auch aufs Wasser rausbauen, aber... Optimal ist das nicht, aber optimal gibt es glaube ich auch nicht hier. Gerade so hier vielleicht. Ah ja. Ach, die waren nicht gespawnt, deswegen habe ich die nicht gesehen. Hier ist schon belebt. Ich habe es noch nicht gesehen. Haha. Ha. Lebensgefährlich. Ist wieder weg. Tja. Das scheint so die einzige Stelle zu sein, wo tatsächlich nichts ist. Deswegen denke ich, werde ich hier anfangen. Und dass ich mir mal so ein Lager bauen kann, dass ich eine Werkbank habe und besseres Werkzeug machen kann und Waffen und so. Ohne wird das schwierig.
Also auf jeden Fall haben sie es nicht leichter gemacht jetzt zum Release. Ja, ich denke, ich werde hier bleiben. Das sieht okay aus. Jetzt muss ich mich erst wieder... Ich soll... Das ist auch neu. Das sind die Sachen, die ich skillen kann. Das kann ich ja schon. Waffen, das wäre nicht schlecht. Wissenspunkte investiert. Kisten sind auch wichtig. Feuer ist auch ganz wichtig. Ich habe noch 4 Punkte übrig. Brauche ich auch, um überhaupt bauen zu können. Jetzt habe ich noch 3. Das kann ich nicht. Das ist irgendwie noch geschlossen, warum auch immer. Keine Ahnung, auf Stufe 20 kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so viel. Das ist Scharmützler. Bogenschütze. Kostet 2, kann ich nicht, okay. Dann mache ich gerade noch die Attribute. So. Sieht okay aus. Dann würde ich sagen, ich speichere mal ganz schnell. Kann ich nicht speichern? Okay. Automatisch, hoffe ich mal. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Für jetzt war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.